Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu The Division 2. Ja, wir haben hier das Theater vor den bösen Buben befreit und wir haben das Kind von Odessa befreit. Und ja, wir werden uns jetzt auf den Weg zurück zum Theater machen. Da werden wir jetzt erstmal mit Odessa sprechen. Und ja, dann schauen wir mal, was wir dann als nächstes anstellen werden. Ich guck mal, denn es kann sein, dass wir vielleicht beim nächsten Mal schon mit den Jungs zusammen zocken werden. Eventuell sogar erstmal nur mit Statalios, da er das halt auch vorbestellt hatte und auch die Version hat, die vorbestellte Version, wodurch er dann auch früher spielen darf. Der CD wird wahrscheinlich erst halt ab dem 15. spielen können, da er die Standardversion hat. Aber ich denke mal, da können wir ruhig ein bisschen warten, zumal ja, wir sind jetzt quasi hier in der dritten Folge bereits schon. Also bis die Folge hier erscheint, hat CD das Spiel sowieso, beziehungsweise das Spiel hat er auch schon runtergeladen, aber dann darf er es dann auch endlich spielen. Von daher sollte das eigentlich gar kein großes Problem geben. Und dann schauen wir mal, was Odessa denn dazu sagt, dass wir gerade ihre Tochter befreit haben. Da können wir ein bisschen schneller laufen. Cool, sie zu treffen. Okay, wir haben ja auch einige Leute, mit denen wir quatschen sollen. Ah, jetzt kriegen wir das ja, okay. Neues Dach, Grill, Hydroponik. So, ab jetzt sollte es nämlich eigentlich möglich sein, die Base ein bisschen auszubauen. Deswegen können wir eigentlich ruhig mit den Charakteren hier vorne, beziehungsweise mit den Leuten erstmal quatschen. Hallo, ich bin Inaya. Ich helfe Ihnen in der Operationsbasis bei der Herstellung von Ausrüstung. Schön, Sie kennenzulernen. Ja, bei ihr können wir nämlich Waffen, Kleidung etc. pp. Herstellen. Was jetzt? Keine Ahnung. Noch mehr. Ach, Nebeneinsätze. Scheiße. Wenn unsere Funkgeräte ausfallen, haben wir echte Probleme. Okay, durch ihn haben wir jetzt ein paar Nebeneinsätze freigeschaltet. Ach, der redet ja noch mit mir. Und es gibt dort noch nützliche Technik. Wir sollten mal nachsehen. Ich habe erst gedacht, der wäre schon fertig gewesen. Bei Hydroponik weiß ich allerdings gerade nicht, was die bringen soll, wirklich. Also wir können jetzt hier bei Siedlungsfortschritt reinschauen. Aber mal gucken. Hey Agent. Wollen Sie nach dem Rechten sehen? Wir kriegen hier eine Anfertigung. Dann kann man auch später, das können wir vielleicht auch gleich mal nachschauen. Hergehört. Wir haben jetzt endlich den Grill, der funktioniert. Und wer besser ist, hat auch automatisch bald schon bessere Laune. Wir können nämlich wohl auch Clowns machen. Noch ein Nebeneinsatz, Community der MLK-Bibliothek. Oh, wir haben den Kontakt zu ein paar Leuten verloren, die nicht weit von hier in einer Bibliothek hausen. Von dort wurden Hyäna-Aktivitäten gemeldet. Können Sie mal nachschauen? Ja, solche Zeiten sind halt besonders für die Kleinsten halt schlimm, für Kinder, die sich nicht frei austoben können, richtig? Wenn das Theater weiter wächst, werden wir neue Nahrungsquellen brauchen. In der Nähe gibt es einen Wohnkomplex mit Dachgärten, in denen nach der Krise Lebensmittel angebaut wurden. Zumindest bis die Hyänas kamen. Ah ja, okay. Diese Gärten könnten das sein, wonach wir suchen. Ich denke, es wird Zeit, dass wir sie uns zurückholen. Ich liebe das, wenn die quatschen, kurz aufhören und dann weiter labern. So, jetzt gehen wir aber mal zu Odessa. Es ist schlimmer denn je, Odessa. Wir kommen gerade so über die Runden. Und was soll ich dagegen tun? Hilf uns! Ich helf euch doch! Ich helf euch doch! Nur nicht so, wie du es gern hättest. Wir brauchen dich da draußen. Dein Bein ist kein Hindernis. Darum geht es nicht. Das ist mir schon klar. Aber wenn wir scheitern... Okay! Okay. Ein paar Leute können wir bestimmt entbehren. Ich warte draußen. Die ist pissig.
Sie sagt, Sie hätten geholfen. Das vergesse ich Ihnen nicht. Ich finde es immer noch schade, dass der eine Charakter nicht spricht. Also sie hätten zumindest für männlich-weiblich jeweils ein, zwei Stimmen vielleicht einsprechen können. Aber naja, das wollen sie halt leider nicht. So, okay. Signalpistole freigeschaltet. Bei der Rückkehr von... Ja, okay, wir können halt Kontrollpunkte zurückerobern. Und damit halt die Feinde schwächen und wertvolle Ressourcen ergattern. Jetzt öffnet sich wieder die Map von alleine. Agent braucht Verstärkung. Haupteinsätze haben wir jetzt... genau, da, Weißes Haus, da müssen wir, glaube ich, nämlich nochmal hin wieder. Dienste des Personals, SHD-Technologie. So, dann haben wir nämlich hier ein paar Nebeneinsätze. Tutorial können wir jetzt hier beenden. So, Nebeneinsätze haben wir jetzt 3 Stück. Jetzt gucken wir nochmal gerade. Zur Operationsbasis müssen wir sowieso, dann können wir nämlich uns die zweite Fähigkeit auch direkt in einem holen. Ich weiß nicht, was er sagt, was hier neu sein soll, weil ich sehe hier aktuell nichts Neues. Oder ich bin blind, keine Ahnung. Das ist, was auch immer, das ist, ist gesperrt. Ja, warum man sowas braucht, keine Ahnung. Bekleidungsgeschäft. Ach, man kann sich wahrscheinlich mit diesen Premium-Credits, die man sich dann kaufen kann, Kosmetik kaufen. Wenn es nur bei Kosmetik ist, finde ich es ja noch in Ordnung. Aber wenn es dann halt darum geht, Vorteile zu bekommen, da muss ich sagen, da hört es dann bei mir auf. Aber so kosmetische Sachen, die finde ich vollkommen in Ordnung. Also da können die Leute dann gerne Geld für ausgeben. Vielleicht man selber auch mal. Muss man halt mal schauen, aber das ist jetzt nichts dringend Wichtiges, was man unbedingt braucht. Dann gibt es hier Waffentarnungen. Also zumindest sieht es aus wie Waffentarnung, würde ich jetzt mal fast behaupten, die man sich dann kaufen kann. Aber gut, das ist halt die Frage, ob man das dringend braucht oder nicht. Das muss halt jeder selbst für sich wissen. Ah, hier ist das zweite Ding, was ich gesucht habe letztens. Wir können aber nochmal gerade die Ausrüstung, die wir jetzt gefunden haben, beziehungsweise die wir nicht brauchen, schnell noch verkaufen. Bevor wir da zur Operationsbasis zurückkehren. Hier können Sie sparen. So, verkaufen. Das brauche ich. Achso, C. Die fand ich ehrlich gesagt nicht so geil. Halt dich mal. Aktuell macht es auch noch nicht großen Sinn, das zu zerlegen, weil die Materialien halt, die da rauskommen, jetzt nicht gerade die tollsten sind. Beziehungsweise da dürfte man eigentlich nicht wirklich überhaupt was rauskriegen, groß. Deswegen, am Anfang verkauft man ruhig ein bisschen was. Später kann man es gerne zerlegen, damit man sich vernünftige Sachen bauen kann. So. Willkommen! Willkommen? Ich gehe doch jetzt gerade. Aber gut. Ja, wilde Tiere sind ja auch auf den Straßen. Die werden natürlich jetzt gerade... ja, ihren Spaß haben, denn ja, es sind weniger Autos auf der Straße, wodurch die dann halt auch mehr Ruhe haben. So, jetzt in einer Reihe. Bam. Okay, der hat es überlebt, leider. Okay, die werden da hinten von wem auch immer gerade über den Haufen geballert. Zwei verschiedene Gruppen schießen sich hier gerade über den Haufen. Deswegen.
Okay, die haben jetzt aber nichts groß abgeworfen. Ja, da liegt wieder ein Rucksack. Den schnappe ich mir mal. Ein bisschen Nahrung. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt ist mit Nahrung und Trinken und so. Ob es so ähnlich ist wie beim ersten Teil, dass man das Passanten geben kann, dadurch XP und Ausrüstungsteile bekommt. Oder ob das jetzt geändert wurde. Weil in der Beta ist mir das ehrlich gesagt jetzt überhaupt nicht aufgefallen. Aber da hatte ich da auch nicht wirklich den Blick für, muss ich sagen. Und ich weiß auch nicht, inwieweit die Sachen da schon implementiert waren. Also, oh, sehr schön. Einen blauen Kampfharnisch, sehr schön. Nice. Kann man machen. Ah, da ist mal was. Achso, das sind meine einen Leute. Was nämlich gerade so plüpp gemacht hat. Deswegen dachte ich für einen kurzen Moment, das wäre ein Gegner. Aber wir müssen mal gucken. Man kann später, beziehungsweise das konnte man in der Beta schon testen, im Endgame gab es verschiedene Klassen. Inwieweit ich mich da schon frühzeitig entscheiden muss, weiß ich nicht. Oder ob man das später noch machen muss, beziehungsweise kann. Und ob man das später wechseln kann, weiß ich auch nicht. Aber das dürfte, denke ich mal, weitaus später erst kommen im Endgame. Deswegen können wir das, glaube ich, erstmal von Anfang noch ein bisschen beiseite legen. Aber wenn wir da mal drüber sprechen sollten, dann wisst ihr zumindest schon mal so ansatzweise, wovon wir da jetzt sprechen. Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt... Achso, ich soll das... Das ist der einzige Ort hier in der Gegend, den die Hyenas nicht angerührt haben. Gut für uns. Ich habe hier interessante Aufklärungsdaten. Warum hat der mich denn jetzt hier hingeführt? Laufwerk suchen. Da haben sie alle Hände voll zu tun. Viel Glück. Ich dachte eigentlich, wir sollten zur Dingsbasis... Behälter erkannt. Nee, das will ich jetzt nicht haben. Behälter erkannt. Also hier sind auf jeden Fall schon ein paar Spieler unterwegs. Gucken wir mal. Auf der Map. Hier haben wir SHD-Behälter. Ich würde sagen, der ist eigentlich nicht weit weg. Deswegen hole ich mir den und dann gehen wir zur Operationsbasis nochmal zurück. Dann können wir da nämlich unsere Fähigkeit nochmal ein bisschen upgraden. Feindlicher Kontrollpunkt entdeckt. So. Ein feindlicher Kontrollpunkt, den kann man später immer noch machen. Das ist jetzt nicht weltbewegend schlimm. Kann man auch ruhig erstmal dran vorbeilaufen. Ah, da ist noch was. Sehr schön. Da oben war, glaube ich, auch noch eine Kiste. Sehr schön. Muss man alles mitnehmen. So. Okay, ich dachte eigentlich, die Kugeln würden vielleicht durchgehen. Aber wollten sie irgendwie nicht von der MP. Gut, die hat natürlich nicht so eine starke Durchschlagskraft. Da geht es halt eher auf die Feuerrate. Ist da noch was? Ja, da blinkt noch was. Manchmal in den dunklen Gassen muss man halt auch mal reinschauen. Und da... Lass mich vorbei. Da unten liegt nämlich auch noch eine Kiste und ein Rucksack. Sehr schön. Da war nämlich nochmal eine Vector. Können wir gleich mal mit unserer MP vergleichen. Inwieweit da die unterschiedlich sind. So, Tür aufknacken. Und SHD-Behälter bergen. Und
und sogar noch eine Kiste mit einer Pistole dran. So. Kommen die hier hin? Ja. Machen wir die erstmal schnell kalt. Der andere Typ hingegangen. Ey du Pisser, ich kann dich auch K.O. hauen. So, jetzt haben wir aber einiges an Ausrüstung bekommen. So, gucken wir mal. Okay. Die Pistole bringt jetzt nicht wirklich die auszutauschen. Hat eine sehr viel bessere SPS, aber der Schaden ist halt nicht so berauschend, deswegen lasse ich die erstmal noch angelegt. Das kann man halt nachträglich immer noch machen. So, dann markieren wir uns mal die Operationsbasis. Und dann gucken wir erstmal wegen der zweiten Fähigkeit, die wir uns dann holen. Und ja, dann gucken wir nochmal. Plündern wir auch mal schnell. Elektronisches Gerät erkannt. Oh, ein elektronisches Gerät. Was ist da oben? Ja, da ist es. Ich glaube nicht, dass wir noch mehr tragen können. Noch nicht mal diese Medikamente? Die wiegen nicht viel. Das Gewicht ist nicht das Problem, es ist einfach zu viel. Bist du sicher, dass wir das hier lassen sollen? Mir wäre es anders auch lieber, aber es sind nur Medikamente. So viele Asthmatiker gibt's eh nicht mehr. Hm. Moment, ich habe eine Idee. Ruf mal Jay her. Wozu? Ich wette, der kann die Kiste so präparieren, dass sie jeden in die Luft jagt, der versucht, sie aufzuheben. Oh, cool. Hey Jay, komm mal kurz hier rüber. Feindlicher Kontrollpunkt. Okay, jetzt sind wir doch in einen Kontrollpunkt reingeraten, was ich eigentlich gar nicht vorhatte. Können wir den zumindest schon mal befreien, ist ja auch nicht so verkehrt. Komm, brenn, Schlampe, brenn! So, den Elite haben wir schon mal ausgeschaltet. Ja, da oben ist einer, da hinten ist einer. Die Granate wirst du nicht auf mich. Schon mal neutralisiert. Haben wir jetzt alle ausgeschaltet? So sieht's aus, ne? Verstärkung trifft ein. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Okay, jetzt müssen wir das Gebiet erstmal kurz halten. Verstärkung eintritt. Also es hebt das Spiel auf jeden Fall auf eine ganz andere Ebene, wenn die in so Gebäude reinklettern können. Das ging nämlich damals nicht. Beziehungsweise haben sie es früher nicht so gemacht.
Was das jetzt? Kommt meine Verstärkung? Ah, sehr schön, das sind meine Verbündeten. Dann dürften wir die eigentlich ausgeschaltet haben, ja? Sehr schön. Kontrollpunkt ist damit gesichert. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Sehr cool. Ja, und jetzt in der Operationsbasis schön die Fähigkeit holen, die zweite. Mal gucken, was ich mir da jetzt aussuche. Man kann ja so nachher alle Fähigkeiten immer mehr hin und her switchen, wie man will. Vielleicht nehme ich eine altbekannte, dass ich vielleicht das Geschütz nehme oder weiß ich nicht, irgendwie Granatwerfer oder so. Mal gucken. Aber ich tendiere eigentlich eher wirklich zum Geschützturm. Denn der war damals echt ganz nice, neben der Suchermine. Und mit dem Schild, das war eigentlich nie so ganz meins, deswegen. Das werde ich wahrscheinlich eher nicht nehmen. Ich werde es zwar irgendwann freischalten, aber groß im Einsatz werdet ihr das wahrscheinlich bei mir nicht sehen, das Schild. So. Jetzt sind wir schon fast da. Durch die Schleuse hier. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Und dann gehen wir hier mal rein. Dann hier durch. Ne, zu dem wollte ich ja gar nicht. Das war, glaube ich, da hinten. Habe ich mich etwas verlaufen. Wo war das denn jetzt nochmal? Alles hier durch? Wo muss ich denn jetzt lang, verdammte Axt? Unten oder nicht? Ach, da. Da ist es. Was ist denn da hinten überhaupt? Ach, da ist nochmal die Fertigung. Ich glaube, ich habe alles an Ausrüstung, was ich brauche. Endlich kann's losgehen. Das hat man ja bei dem anderen Ding auch freigeschaltet. Das ist doch dieselbe, die wir auch in der Theatersiedlung hatten. So. Zu dir wollte ich nämlich. Drohnensack. Was ist ein Drohnensack? Gucken wir uns jetzt mal an. Was macht der denn? Drohnenstock entsendet winzige Reparaturdrohnen. Ah, sehr cool. Der repariert die Rüstung. Glühwürmchen. Was macht der genau? Okay. Blendet Gegner. Impulsgeber ist, glaube ich, der von früher, ne? Impuls an die Umgebung ab und hebt gegnerische Optik im Hut. Okay, das ist auf jeden Fall später auch sehr wichtig, den Impulsgeber. Aber aktuell, glaube ich, brauche ich den nicht dringend. Darum werde ich mir erstmal das Geschütz freischalten. Zack. Und bei Vorteile gucken wir jetzt auch nochmal. Beim Auffüllen durch Betreten eines sicheren Orts werden auch alle Reparaturkits aufgefüllt. Sehr wichtig, meiner Meinung nach. Zumindest zum Anfang hin. Weiteres Reparaturkit. Eine weitere Granate ist auch nicht verkehrt am Anfang. So, damit haben wir das nämlich schon freigeschaltet. Dann gehen wir zu ihm nochmal. Gehen wir noch ein bisschen was verkaufen. Also das markieren wir, das markieren wir. Da muss ich gleich mal gucken. Können wir das schon mal verkaufen? Ich nehme Ihnen das gerne alles ab. Jetzt gucke ich nochmal das, was ich jetzt hier nicht ausgestattet habe. Oh ja, das brauchen wir dringend. Und das ist auch sehr wichtig. So, da setzen wir jetzt das Geschütz hin. Auf Q, genau.
So, sehr schön. Sonst haben wir hier nichts Neues. Dann können wir das andere auch noch verkaufen hier. Und zwar den hier und den hier. Die Vektor gucke ich mir jetzt gleich nochmal genauer an. Das hat mein Inventar aufgefüllt. Danke. So, inwieweit ist die Vektor? Ja, die ist schon nicht schlecht. Schwierig. Aber MK16 ist auch nicht schlecht, aber ich glaube, die werde ich mal verkaufen und ja, den Rest behalte ich dann aber erstmal. Ach, die MK16 kann ich gar nicht verkaufen. Ah, okay. Ja, dann gut zu wissen. Oder habe ich die ausgestattet? Habe ich jetzt gerade gar nicht drauf geachtet. Ach, die MK16 war die, die ich ausgestattet habe. Ah, okay. Ich dachte, das wäre jetzt noch ein zusätzliches MK16 gewesen. Okay, dann passt es ja so. Gut, dann gucken wir nochmal. War noch was im Lager? Da war, glaube ich, sonst nichts mehr. Nee. Okay. Agent, ich glaube, das hier wäre was für Sie. Was du glaubst, ist mir egal. So, ich gucke aber trotzdem nochmal gerade bei der Fertigung rein. Was haben wir da für eine Waffe? Da haben wir die Schrotflinte. Okay, das war ja die, die wir am Anfang bekommen haben. Dann haben wir eine Maske Stufe 3, einen Rucksack Stufe 3, ein Holster Stufe 3. Das sind so Sachen, die wir jetzt aktuell herstellen können. Aber am Anfang macht das eigentlich wenig Sinn, meiner Meinung nach, da viel herzustellen. So, dann gehen wir mal vor den Eingang her, beziehungsweise dann stellen wir uns mal hier hin. Und dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle erstmal Schluss, Leute. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Also, haut rein, Leute!